play there. Actually, ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Gilchrist. Oh no, Gilchrist, I'm going to LA. Wir müssen irgendwas machen mit dem Paul, gell? Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Schocks und hier mit dem ersten Advanced Warfare Gameplay von mir, wo ich mit Quickie und mit Kiwi Leagueplay gezockt habe. Das war persönlich mein erstes Leagueplay-Match, was ich so gemacht habe. Und ich spiele hier mit der Ball 27, mit den Aufsätzen Rohpunktvisier und Griff, habe keine Sekundärwaffe dabei, sondern nur ein Kampfmesser. Meine Perks sind Leichtgewicht, blinde Überwachung oder Überwacher. Da ist bei Perk 2 die flinken Hände erster Blende 46 oder so gibt. Und bei Extra 3 habe ich den Strahldämpfer und Zähigkeit drin. Persönlich für mich sehr, sehr wichtige Perks. Der Strahldämpfer ist dafür da, dass die Gegner auf der Minimap nicht sehen können, wenn ihr durch die Luft jumpt und wenn ihr euch boostet. Und Zähigkeit sowieso klar, dass wenn ihr angeschossen werdet, die Waffe nicht zu sehr verzieht. Als Exo-Fähigkeit habe ich den Exo-Stim drinnen, das ist eine Art Juggernaut, also wenn ihr den aktiviert, seid ihr ein bisschen resistenter gegen oder eine kurze Zeit lang resistenter gegen Kugeln von euren Gegnern. Und als Exo-Werfer habe ich eine Semtex dabei, eine ganz normale Semtex, wie man die auch von früheren CODs kennt. Und ich muss sagen, die Ball 27 ist meiner Meinung nach die stärkste Waffe in dem Spiel. Danach kommt die AK-12, das sind so die zwei Waffen, die ich bzw. wir auch alle so spielen, was ich so gesehen habe, auch vom Team. Und aber wir haben ja gestern schon, wer es mitbekommen hat, den Chifinity Cup mitgespielt und haben auch schon gesprint gestern Abend, CTF und Hardpoint. Und es wird halt momentan einfach nur viermal Ball gespielt, einfach aus dem Grund, da die SMGs einfach noch viel zu schwach sind. Jedoch habe ich gehört, es soll da bald ein Patch kommen dafür, dass die SMGs stärker sind. Und ich hoffe natürlich, dass der Ball kommt, damit man auch die SMGs im Game benutzen kann. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, das Game ist sehr, sehr geil gemacht. Mir gefällt es sehr gut mit dem Boosten und mit dem Jumpen. Ich bin eigentlich nicht ein Fan von solchen Games. Ich bin mehr so ein Classic Call of Duty Fan, wer mich kennt. Aber da hat mich Call of Duty echt überzeugt mit dem Ganzen. Also echt richtig geil. Und ansonsten, die Maps finde ich sehr, sehr ausgeglichen, relativ klein gehalten, nicht so wie es bei Ghosts war. Gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Erinnere mich teilweise auch an Black Ops 2. Auch das komplette Gefühl vom Spiel her, also das Gameplay-Gefühl. Ich erinnere mich schon irgendwie ein bisschen an Black Ops 2. Ich weiß nicht, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt und was euch das erinnert. Aber für mich ist es ein bisschen Black Ops 2-like. Und ansonsten habe ich hier noch als Punkteserien, als Warstreaks drin, eine Drohne und Systemhack. Und wie ihr sehen konntet bereits, spielen wir hier auf Riot den Modus Hardpoint, also Stellung. Und ich spiele ja mit Quickie und mit Kiwi, die zwei gehen extrem ab in dem Game. Und denen gefällt es auch beiden sehr, sehr gut. Und Leagueplay könnt ihr finden, wenn ihr auf Spiel suchen geht, also Xbox Live, Spiel suchen und unten bei Ranglistenspiel. Und was halt wirklich auch sehr, sehr geil ist in dem Game, es gibt wieder eine, wie soll ich sagen, eine Ranked List bzw. einen Ranked Mode, wo man sich wieder hochspielen kann in verschiedene Divisionen. Das Ganze kennt man ja bereits aus Black Ops 2 oder gibt es ja ähnliches bei League of Legends und macht halt wirklich sehr, sehr viel Spaß, da richtig rein zu grinden und mit seinen Teammates da zu spielen und versuchen, in den nächsten höheren Rang zu kommen. Wir sind jetzt bereits fast auf dem Silberrang und also uns macht es wirklich tierisch Spaß. Vielleicht trefft man mal den einen oder anderen von euch in Leagueplay. Wenn ihr uns seht in Leagueplay, haut euch den Hashtag bzw. den Clan-Tag KF rein, damit wir euch erkennen. Oder twittert uns einfach. Wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool, wenn man ein paar Leute von euch treffen würde. Momentan gibt es bei Leagueplay 4 Modis, die gespielt werden, da es ja noch keine offiziellen Regeln gibt. Ist ja ganz klar, das Spiel ist noch relativ frisch. Gibt es ja erst seit gestern. Und momentan wird gespielt Momentum. Momentum ist ein Spielmodi, der mir persönlich jetzt nicht so gut gefällt. Vor allem, da er ohne Respawn-Delay gespielt wird. Das heißt, du hast irgendwie 4 oder 5 Flaggen. Ich hoffe, ich erkläre es euch jetzt nicht falsch, aber ich habe den selber erst einmal gespielt und mir da halt nicht gefallen. Auf jeden Fall hast du da 5 Flaggen und du musst versuchen, eine Flagge einzunehmen. Dann geht die Flagge irgendwo weiter und wer zuerst 5 Flaggen eingenommen hat, so ungefähr, hat das Spiel dann gewonnen. Aber es müsst ihr selber ausprobieren, dann kapiert ihr das normal auch, dann ist es auch relativ schnell zu kapieren. Dann haben wir noch den Modus Suchen und Zerstören. Das ist jetzt auch nicht mein Favorite Modus in dem Game. Dann haben wir noch Hardpoint, gefällt mir sehr, sehr gut in dem Spiel, richtig geiler Modi. Und natürlich Capture the Flag, auch sehr, sehr geiler Modi. Brauche ich auch nicht viel dazu erklären, kennt ihr ja die Modis.
Das sind so momentan die vier Modis, die hier gezockt werden. Und es gibt wie gesagt noch keine Regeln. Ich weiß auch nicht, bis wann die ersten Regeln kommen von MLG oder Desert. Ich denke mal, die ersten Regeln werden Ende der Woche kommen von MLG und Gfinity gemeinsam, vielleicht auch mit Desert, in der Zusammenarbeit mit Deserto. Und freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, wir hatten schon die ersten Scrims, haben schon auch Spieler getestet, lief schon sehr, sehr gut, aber man kann halt noch nicht viel sagen, ist der erste Tag. Wir müssen halt selber erst herausfinden, wie die Spawns vor allem funktionieren, wo die Hardpoints zum Beispiel sind, die besten Laufwege, die besten Waffen, die besten Perks und so weiter. Also muss jedes Team rausfinden, ist auch eine Menge Arbeit sowas, aber momentan ist es halt so, dass alle Teams viermal die Ball 27 spielen, bis der Patch kommt. Ich hoffe, wie gesagt, dass der bald kommt. Und ansonsten erwartet euch jetzt hier am Channel noch viele, viele coole Sachen, kann ich euch schon mal versprechen. Der Quickie wird heute eventuell schon zum ersten Mal streamen. Ich streame immer wieder mal. Ich poste euch mal beide Streamlinks mit unten in die Beschreibung rein. Und ansonsten werden wir einige Series bringen. Die verrate ich euch jetzt noch nicht, da könnt ihr drauf gespannt sein. Wir werden auf jeden Fall die eine oder andere coole Series kommen. Wir werden natürlich auch wieder Klassen-Guides machen und Pro-Tipp-Series. Und sobald dann die Regeln da sind und wir ordentlich scrimmen können und das Ganze dann bei uns auch halbwegs läuft und wir die Maps wissen, werden wir auch die ersten Listen-ins hochladen von uns mit unseren Testspielern. Also wird auf jeden Fall einiges wieder auf euch zukommen, so wie am Anfang von Ghosts. Ist der YouTube-Grind dann wieder real bei uns. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wie gesagt, Streamlinks sind unten in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen zu Advanced Warfare habt oder noch irgendwelche anderen Fragen über Competitive Gaming in Advanced Warfare, haut die unten in die Kommentare. Ich versuche so viel wie möglich davon zu beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im Livestream. Genau, noch eine andere Sache. Wenn wir livestreamen, kündigen wir das meistens über Facebook und über Twitter an. Also seid aktiv und folgt uns bzw. liked uns da, dann bekommt ihr das auch immer sofort mit. Wir werden auch immer wieder dann mal ein YouTube-Video posten, wenn der Stream online geht, damit auch die Leute, die kein Facebook und kein Twitter haben, das mitbekommen. Aber am besten wäre es, wenn ihr uns da folgt, weil da bekommt ihr allgemein auch immer die neuesten Infos am allerschnellsten. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn wir uns im Livestream sehen. Und bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, genießt die letzten paar Minuten noch und guckt, wie Quickie und Kiwi abgehen, wie die alles zerstören da drin. Und ansonsten bis dann, ciao, servus, euer Shox. Ja, die kommen alle von vorne. Ich hasse so viel, wenn wir sterben. Was war das?